Herzlich willkommen zurück zu Dark Souls Ashes of Ariandel DLC. Wir haben im letzten Part mit zwei Schwarzkrähen-Rittern zu tun gehabt, fast die ganze Folge lang, und mit einem, der hier eine Onyx-Klinge hatte, irgendwie ein sehr starker Gegner, und jetzt reden wir hier wahrscheinlich mit Elfriede. I feel the scent of ash upon thee. Thou'rt the one of whom Uncle Gale spoke. The one to show me flame. It is good. When this is done, may I return. The door is open thanks to thee. It is good. I'll head off to paint. I promised Uncle Gale I would. It is good. The door is... Oh, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Wo geht's denn hier lang? Okay, hier geht's auf jeden Fall weiter, aber da war ja auch noch eine Tür. Alles klar, Vorrichtung bewegt sich nicht. Das heißt, das ist ein Shortcut und hier ist ein Leuchtfeuer. Ja, lässt sich von der Seite nicht öffnen, das war ja klar. Aber eigentlich müssten wir da jetzt auch hinkommen, wenn wir jetzt hier einfach runtergehen, wa? Jo. Okay. Cool. Dann hätte ich auch eigentlich bis hierhin spielen können, wusste ich ja nur nicht. Das habe ich ja nicht geahnt. Oh, noch mehr von diesen Viechern. Hey, sag mal, warum treffe ich die denn nicht? Der kann euch die ganze Zeit blocken. Naja, er kann schon, aber er sollte nicht. Meine Fresse. Hast du aber schön gemacht. Ah, na, eine Fehlung, du Arschloch. Oh, was ist denn das da für einer? Der macht ja riesige Flammen. Ich glaube, mehr als der hier sogar. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Alter, was ist denn hier los? Das ist ja voll strange hier. Da ist einer, da ist einer, da ist einer und da ist einer. Links, rechts, oben, unten. Da unten kam noch nicht. Das wird aber noch kommen, du. Das kann ich euch sagen. Das wird noch kommen. Hab ich nicht mehr getroffen. Einer nach dem anderen. So muss das sein. Geht's da unten noch weiter? Nein. Würde ich jetzt mal so behaupten. Du Hure! Du wächst sie ja alle. Dieser Scheißer mit seinen dummen Speeren. Ich könnte kotzen. Auch wenn der eigentlich nicht der schwierigste ist, ey. Wenn der noch ein Schild hätte mit seinen Speeren, na dann gute Nacht. Dann wirklich gute Nacht. Alter, wie viele hier sind. Alter!
Ja, er hat was fallen gelassen, ist mir bewusst. Aber jetzt kommt erstmal der hier noch. Bam! Aua. Da gehe ich noch nicht weiter. Habe ich keinen Bock zu. Oh, Anhängerhelm. Den hatten wir in der Tat noch nicht. Ein Helm der Anhänger Pharons. Wenn ein Krieger Pharons vom Abgrund besiegt wurde, bildeten die hageren Anhänger still und mit leeren... Ach so, doch, das kennen wir ja schon. Aber halt nur nicht vom Helm aus her. Wie groß dieses Gebiet schon wieder ist, ist der Wahnsinn. Ach guck mal, ist doch so ein scheiß Speerwerfer. Dem werde ich es jetzt aber richtig geben, ey. Richtig schön hart. Ja gut, war jetzt nicht so geil von dem. Anhängerstiefel. Titanitbrocken ist auf jeden Fall besser als die große Titanitscherbe. Die kann man öfter mal gebrauchen eigentlich. So, und jetzt würde ich sagen zum Haus. Weil da sieht es nicht so aus, als wenn es weitergehen würde. Ach guck mal, hier ist sogar der Fahrstuhl. Das ist ein Shortcut oder was? Sieht mir danach aus, ja. Auch wenn jetzt ein Shortcut ziemlich unnütz ist. So rein vom Logischen her, weil das ist nicht wirklich weit der Weg. Hier gibt's auch nichts, oder? Nee, hier gibt's auch nichts. Aber man kann immerhin hier rauf. Das ist ja schon mal gut. Aber das DLC macht an sich echt Spaß, muss ich sagen. Manchmal ist es fordernd. What the fuck? Hab ich mich gerade echt erschrocken. Hier, das ist Sparta, ey. Verpiss dich. Naja, okay, gut. Die Szene habe ich jetzt nicht ganz nachgestellt, aber ich habe es versucht. Der Boss war zwar bisher echt enttäuschend, aber es soll noch einen geben. Und ich hoffe mal von denen, dass der jetzt richtig hart ist. Also so richtig, dass ich den nicht schaffe, sondern dass der ein gelungener Boss ist fürs DLC. Und nicht sowas, dass da, naja. Für mich ist es vorhin passiert, für euch ist es schon ein paar Tage her wahrscheinlich. Der Speerwerfer muss zuerst dran glauben. Sport ist nämlich Mord und das sieht man. Titanitbrocken, nice. Da sind auch noch irgendwelche Fackeltypen. Da oben ist ja auch noch einer. Hä? Wo war ich denn überall noch nicht? Komisch. Deswegen wahrscheinlich auch diese Prismasteine, um zu sehen, wo man hin muss. Aber ganz ehrlich, ich finde Prismasteine und auch eine Karte zu Dark Souls, die es ja eigentlich nicht gibt, die braucht das Spiel einfach nicht. Man weiß von vornherein einfach, wo man noch nicht war. Während ich bei sowas wie Far Cry oder brauche. Das schafft das Spiel von ganz allein, dass man keine braucht. Und ein Anhängerschild ist neu. Okay. Cool, der tut mir nichts. Alles klar, finde ich gut. Anhängerschild ist da. Der Standardschild der Anhänger Pharons, gefertigt aus Holz und verstärkt mit Metall. Er besitzt eine leichte Resistenz gegen den Abgrund. Ah, interessant. Interessant.
auf, hier rumzuschreien, du Arsch. Jetzt kommt wirklich so eine Speerwerfer, ey. Das ist der Wahnsinn. Ich möchte es bis zu einem sinnvollen Shortcut oder bis zum nächsten Leuchtfeuer bitte noch überleben. Das wäre nett. Danke im Voraus. Autsch. Ey, hör doch mal auf jetzt hier. Ich weiß, ich stelle mich gerade ziemlich dumm an. Aber bei so welchen Feuersachen da bin, ist mein Brain irgendwie aus. Ich weiß auch nicht. Kriege ich nicht so gut hin. Na, was bewachst du denn da, mein Freund? Oh, du wachst zwei weitere Freunde. Eigentlich hätte ich den von hinten irgendwie backsteppen müssen, aber hat nicht geklappt. Keine Ahnung warum. Oh, eine Glut ist natürlich nicht schlecht. Warum habe ich eigentlich keine Glut? So, ist quasi ein Estus Flakon für Arme. Einfach mal die Glut benutzen. Wir wollen ja noch ein bisschen länger überleben. Ich glaube, ich habe jetzt auch fast jeden platt gemacht. Naja, hier noch nicht. Mann, block doch einfach mal. Ich habe die Blockentaste gedrückt gehabt. Ich schwöre es. Uah. Baumfällen? Ach lol, guck mal einer an. Das ist auch ein Shortcut. Ach, wie cool. Ja, das ist... ja, doch. Wenn man hier hoch muss, storytechnisch dann ja. Ich weiß nicht, ob ich den nicht lieber jetzt allein lassen will. Da muss man auch wieder einen Baum fällen, ja gut. Aber ich will da noch nicht runter, ehrlich gesagt. Obwohl, ich kenne das Spiel. Wenn man da jetzt raufgehen würde, dann würde es wieder zusammenbrechen. Aber ich mache den Typ mir noch nicht. Ich gucke mich erstmal noch hier oben so ein bisschen um. Und danach mache ich den. Ja, die Texturen sind leicht bläulicher. Das würde zusammenbrechen. Oh! Das würde sowas von zusammenbrechen. Aber hier hinten geht's ja auch noch weiter, Mensch. Oh, hier kommen wieder Wölfe. Euch habe ich ja schon fast vermisst, ey. Tschüss. Ich habe nicht mehr viele Flakons. Ich muss ein bisschen sparsamer... Oh, fuck. Sparsamer sein. Anhängerfackel. Ja, gut. Ob ich die brauche? Ich weiß nicht. Ich denke mal nicht, aber ich werde sie gleich mal vorlesen. Vielleicht hat sie einen anderen Text. Kann ja sein. Fackel, Fackel, Fackel. Ich habe nur eine Fackel? Wo sind die anderen? Hm. Eine angriffstaugliche Fackel der Anhänger Pharons macht Licht und ist auch als Waffe einsetzbar. Bestimmte Pharon des Abgrunds manifestieren sich im Körper als Eiter, der früher mit Feuer rausgebrannt wurde. Was?
Ist ja richtig lecker. Feuer spucken. Ach, ich kann das jetzt auch. Ich kann jetzt damit auch Feuer spucken. Interessant. Ey, da habe ich mich ein bisschen erschrocken. Kommt jetzt eine ganze Armee. Oh, shit. Ja, gut, spring einfach mal rund. Hör auf jetzt rumzuspringen. Wie geil das aussah. Lebt der noch? Nein, der lebt noch. Och man, ich wollte... Wo kommst denn du jetzt her? Ist der hier hochgesprungen? What the fuck? Das Spiel ist echt überraschend. Ich will da nicht lang. Das bricht auch zusammen. Ich habe keinen Bock, dass irgendwas zusammenbricht. Ich möchte einfach nur hier durch. Ein neues Leuchtfeuer am besten und das war's. Guten Tag. Komm her. Ich weiß, mein Kumpel. Ich habe auch mehr von dem DLC am Anfang erwartet. Aber ich finde es eigentlich ganz geil. Zack. So, jetzt ist der Bogenschütze dran. Du kleiner Lutscher. Na komm, greif an. Gibt's doch gar nicht. Komm schon, der ist doch fast tot. Ja. Da hatte ich gerade wieder diesen Moment, dass ich auf die Tasten gekloppt habe. Weil ich den einfach tot haben wollte. Aber hat der nochmal eigentlich ganz gut geklappt hier alles. Oh, was ist denn hier los? Oh, da geht's auch noch weiter. Erstmal Baumfällen. 18 Minuten, fast 19, ja gut. Ist jetzt... Ob man da rein kann irgendwann? Ich weiß nicht warum, aber das sieht... Ja, wohl, nee, das sieht nicht so danach aus. Hm, schade. Hätte mich sogar ein bisschen gefreut. Was ist jetzt hier unten los? Oh, da ist schon einer, da wartet ja einer. Ich guck mal, ob hier irgendwo ein Leuchtfeuer ist. Ich habe keinen Bock jetzt auf die... Mit zwei Fiolen, das ist mir ein bisschen zu anstrengend. Es sieht nicht danach aus, als wenn da was wäre. Ich gehe wieder zurück. Ich habe sogar das ungute Gefühl, als wenn da ein Boss wäre. Keine Ahnung warum. Sah für mich nach Bossgebiet aus. Oh Gott, nicht runterfallen da. Das wäre das Letzte, was ich will. Ja gut, dann mache ich einfach mal das hier. Wechseln und Angriff.
Und da waren es nur noch eine Fiole. Geil. Aber wenigstens sind wir jetzt hier. Ah, okay. Oh, guck mal, da die Wurzel. Oh, da kommt man doch hin. Guck mal. Man kommt da tatsächlich hin. Wie krank ist das denn? Meine Erwartungen an das DLC sind doch übertroffen worden. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Echt so null. Da, diese Treppe da ist ganz sicher nicht umsonst. Da ist ja auch noch einer. Da hinten war ja noch einer, glaube ich. Oh, soll ich es wagen? Ja, komm. Die letzte Fiole. Nein, da bin ich echt noch gestorben. Das ist ein Scherz, ist das. Och nö. Och Freunde. Ein Glück muss ich nicht alle Gegner platt machen. Eigentlich sogar jetzt nur den Groß mit der Keule? Okay, okay, alles klar, geil, cooles Ende. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen bei Dark Souls 3 und dieser wunderschönen Fehlermeldung. Ich werde das Spiel jetzt sofort neu starten. Bis zum nächsten Part, haut rein und ciao. Oh Mann, ey.